So Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe nochmal dabei. Gundog. Und wir gucken uns heute an Meervolk gegen UR Delver. Yes. UR Delver immer noch eins der Top-Tier-Decks, nicht das Top-Top-Tier-Deck. Das ist aktuell, glaube ich, Reanimator. Das ist aktuell Reanimator. Gegen UR Delver auch nicht den geilsten Move hat. Aber es ist schon nicht das schlechteste Deck aktuell. Und auf der anderen Seite Meervolk mit Lord. Hat auch drei neue Lords? Zwei neue Lords? Drei neue Karten? Keine Ahnung. Eine Menge neue Karten. Jo, da passiert eine Menge bei dem Deck. Start Ponder. Ponder ist immer gut. Weil man sagen muss, UR Delver bei Dennis ist immer die Frage, da hat man zum Beispiel auch schon den, wie heißt der nochmal? Den neuen Fairy. Fairy Mastermind gesehen. Weil yes. Dennis auch mit seinem Deck immer gern rumprobiert, muss man sagen. Also der spielt keine Listen. Yes, absolut nicht. Und wenn man jetzt aber trotzdem eine normale Liste sich mal anschaut, was glaubst du, wer ist da vorne? Meervolk oder Delver? Ich habe gehört, Meervolk hat nicht das geilste Leben gegen UR Delver. Ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass das kein geiles Matchup ist für Meervolk. Ja, okay, du hast die Karten, das heißt, die Counter sind meistens irrelevant. Aber Plus Elder Fiole. Aber aktuell siehst du relativ viele Listen, die anstatt 4 auch mal 6 oder 7 Bowls spielen. Hm. Plus öfters auch diese Battle for Invasion of Tarkir, die Schaden schießt. Ja. Und damit räumst du halt schon eine Menge weg. Das ist korrekt. Also generell früher gegen Meervolk mit UR Delver Burn for the Win. Das Force gegen Boah. Und das ist halt auch so eine Sache. Etherwild ist crucial in dem Matchup. Ja. Deswegen wird da auch gegen geforst. Ja, denke ich. Ähnlich. Da ist sogar noch eine Coven auf der Hand. Da ist ein. Wieso ist denn da eine Tropical? What? Tja, weil es nicht nur UR-Delver ist. Ich glaube, da sind Golfs drin. Aber ich weigere mich, das als Rug-Delver zu bezeichnen, wenn da einfach nur Golfs drin sind. Sind da Golfs drin? Ach du Scheiße. Ja. Dementsprechend ist es für mich UR-Delver. Das ist ein Tide. Shaper, der irgendwie Volcanic Insel Island macht. Zu einer Island macht. Heißt, sie produziert kein Rot mehr. Das heißt aber auch, wenn ich das richtig gesehen habe, hier hat UR Delver kein Rot mehr auf der Hand. Ja, das könnte, obwohl ich glaube, da ist auch keine rote Karte. Karte. Aber das ist ein Wasteland. Wasteland ist gut. Wasteland ist immer gut. Brainstorm sehe ich noch hinten. Brainstorm ist wichtig. Und beim, der Meervolkmann hat natürlich einen Lord und einen True Name auf der Hand. Deswegen wäre das Wasteland an eigentlich sehr, sehr wichtig. Wichtig, ja. Force. Boah, du nimmst das Force und wastest die Carbon. Ja, du willst doch kein. Ja, du willst echt kein Force haben. Du aber ein Lord Forcen ist doch schon. Ja, schon hier kommt alles nur noch über die Aetherviole rein. Du musst doch so was spielen können. Ja, das stimmt, du musst damit stimmt, rechnen zumindest. Aber ja, ich hätte tatsächlich geschafft. Ja, ich hätte auch geschafft. Ja, okay, man hatte keinen Shuffle mehr auf der Hand. Ne? Nee, kein Shuffle. Du hättest beide Force of Wills nehmen müssen. Dann verstehe ich auch nicht, weswegen das Ponder vom Brainstorm kam. Weil man sich wahrscheinlich committed hat, wirklich zu Wasteland. Das sind Days. Das ist okay. Ja, Days ist. Da kommt dann das Wasteland wahrscheinlich. So. Ching, nächste Runde könnte sogar schon Murky kommen, ne? Ja, 2, 3, 4, 5 mit dem Wasteland und dann wäre der Murky auch 1, 2, 3. Okay. Da wird committed für Brainstorm End of Boah, Turn. Boah, hätte ich auch nicht gerechnet. Ich hätte gewastelandet. Noch eine Cavern of Souls auch. Okay, jetzt ist es obsolet. Beat für 2. Da wird auch schon die Karte beiseite geschoben. Zack, geht der Mann, bietet man für 3. Für 3 nach No Blocks. Mhm. Das ist der Non-Creature-Spells countert, wenn man mehr Fox opfert. Yes. Und so, dann wahrscheinlich für 3 noch den True Name, oder nicht? Das kann gut sein. Und jetzt ist halt der Punkt erreicht, wo mehr Fox definitiv ein Problem darstellt. Dann ist sie auf 9 Leben? Wie? Das war doch der erste Angriff. Ja, frage ich mich jetzt gerade auch. Das müssten 17 sein. Vielleicht ist der Würfel umgerollt. 17? 16? 18? 17. 17 wegen dem Lord, ja. Okay, das ist weird. Das ist wirklich weird.
da ist ein Petty Theft, der ist auch ja, da, ganz okay, gut. Ja, da wurde der Würfel gerade wieder gerettet. Ich dachte gerade so, Entschuldigung. Genau, dann müsste jetzt aber, genau, der Delbert flippt auf jeden Fall. Oh Wunder, er flippt. Das gibt man halt in Race. Und gerade mit dem Murky hat man halt einen geilen Race-Partner gefunden. Ne? Hat man einen? Oh, man hat einen. Hm. Ja, tatsächlich. Ist jetzt die Frage, ob du dir den Murky erlauben kannst, weil da liegen jetzt drei... Der Typ ist 2-2, der Lord. 1-1. Ne? 1-1. 1-1 und gibt nur anderen Lords. Hm. Und, ja. Ja, okay, dann kann man auch da locker reinspielen, ja, weil dann hat man maximal 4, 7. Gut, kommt noch an. Jetzt noch ein Lord von der Topsy, dann ist natürlich heavy. Ja, wenn jetzt noch ein Lord kommt, dann wird's eng. Da ist noch ein Lord. LOL! 4. Zwei Lord. Ach du Scheiße. das sind. Das sind 17 Damage unblockbar. Ja. Oder? Perfekt. 14. 14 Damage sind es. 14? Ja, 14 Damage. Uiuiui. Uff. Uff. Ja, das ist natürlich. Aber gut, der Backswing tut jetzt auch weh. Gehen wir auf 10, gibt man. Ein, zwei Burn-Spells ist man dann halt mal schon mal unten, oder nicht? Also es geht schon. Ja, das Problem ist halt, du machst jetzt hier als Uradelva nicht. Da sieht man, Uradelva hat keinen Burn gesehen. Ja. Ja. Ist die Frage, wie viel Burn wirklich in der grün-roten Version auch drin ist. Ich glaube gar kaum einen. Also die Dings. Ich weiß halt nicht, wofür grün da ist. Ich sehe halt grün. Oh, Psylix. Blasts? Psylix. Psylix ist natürlich stark. Vom Sideboard nichts Grünes. Spannend. Doch, Minzun Buu. Okay, was? Ja. Der war da gerade ganz hinten. Ja. Aber das plus Tamogolf dürften, ja, da ist der Tamogolf, dürften die einzigen grünen Karten auf sein. Und deswegen, also dafür grün zu splashen, deswegen habe ich es auch als UR-Delver geflaggt. Im Thumbnail steht es also UR mit grün drin. Ich habe es jetzt als UR geflaggt, weil. Das ja, der Grün-Part ist so minor. Ja. Das ist so wenig. Ja. Ich wusste aber gar nicht, wie viel Tropicals du dann spielst. Zwei? Zwei bis drei, ja. Das, was der Geldbeutel hergibt. Ja, genau, das, was der Geldbeutel hergibt. Da kommt ein Preordain. Das heißt, wenn er Preordain spielt, spielt er aber auch weniger Burn auch wieder drin, weil das auch ein Burn-Slot ist. Da werden nur 4 Burn-Spells drin sein. Ja. Spannend. Boah, und kann man, hat der Darcy drin? Ich habe bis jetzt noch keinen gesehen. Der Delver hat wahrscheinlich nicht. Aber eigentlich ist es ja so... Geht hier schon wieder Days Force los. Ui. Ist ein Force auf der Hand beim Mehrvolk? Der wird nicht gezündet. Nee, ich habe aber auch den Chalice gesehen. Nicht um die Elderfühle gekämpft. Hoffentlich hat Uerdel war das auf dem Schirm. Der ist gerade Force am Wegmischen. Yep. Oh shit. Ich weiß, dass das ist halt so ein Gimp-Move von Mehrvolk manchmal. Ja, man hat halt 4 Stück im Sideboard. Ja, und nur gegen Wordell war es nie gut. Ja. Deswegen, ja, schon. Und vor allen Dingen, man hat eben gesehen, der hat keine Meltdown geboardet. Nur die Skarn-Sylex halt. Und halt die Petty Theft. Ja. Du böser. Ja, hier sieht man auch, das ist so ein. Beide fangen an zu lachen und wissen ganz genau, okay, hier ist irgendwas gerade sehr, sehr schief gelaufen. Da kommt Bolt. Und da sind ganz viele One-Drops auf der Hand. Aber ich glaube, hat er nicht auch jemand Tarn gemacht? Nee. Trickster, so Card. Go. Nee. Na gut, spielst keinen One-Drop. Ja, wenn man die Mana anders benutzt, schon. Ja, das ist aber rum. Chillis? Ja, okay, man spielt jetzt halt den Murktoid, ne? Ja. Chillis Trigger auf den Stack. Ich geh mal fetchen. Und mach noch einen Brainstorm. Ja, dann nochmal Chillis Trigger auf den Stack. Ja, du kannst halt einen Murktoid holen, ne? Ja. Und Murky ist halt auch ein mächtiges Wesen, tatsächlich. Ja, der ist. Ist halt ein Freehead. Und da braucht Mehrvolk schon eine Geschwindigkeit. Und da man die Interview hat gehen lassen, ist die Frage, ob die Geschwindigkeit da ist. Ja. Das ist jetzt die Frage, weil jetzt musst du fair spielen. Das tasty. Ponne? Hm.
Vor allen Dingen. Zwei meiner Lore, der Dude. Boah. Zeigt man den Dude. Da kommt halt auch gar nichts, ne? Haut für allen. Nö. Gut, bei mir kommt aber auch nichts. Ihr meint ja. Da ist eine Force auf der Hand. Ja, ja, man muss Force offen haben für einen Murktide. Ansonsten Lord, beißt man jetzt voll. Und nächste Runde mit dem Lord rangehen. Was ist das denn? Die Bubble. Ah, ich dachte gerade, das wäre irgendwas ganz anderes. Das ist ein Otavada. Das ist Melinda. Melinda ist gut. Oh, da ist ein Force gezogen worden. Force kann jetzt hier richtig gut sein. Ja, Korn hat wahrscheinlich irgendein Lord. Wahrscheinlich, ja. Auch noch eine. Mehr davon. Ja, okay, wenn du davon halt drei liegen hast und droppst einen Lord, dann knallt das. Ja. Da hat man, was war denn das? Eine Cavern of Souls. Mhm. Mehr Erfolg? Oh, Wunder. Droppst man 2-2er durch die Chalice durch, weil er so ein Kondor war. Ja. Und er ist ja trotzdem 2-2, wenn er eben eine Insel kontrolliert. Ja. Es muss nicht die Insel sein, die er gemacht hat. Dementsprechend super, super spannend. Dann geht die Cavern. Mhm. Ah. Wasteland 4. Das ist so bitter. Aber da sieht man halt, wie Uerdelver, weil das so ein hochgezüchtetes Deck ist, gegen eine unvorbereitete Chalice Turn 2. Chalice fickt Delver schon seit Delver existiert. Ja, das ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Die Frage ist jetzt halt, ob der noch irgendwie rauskommt. Jetzt kommt der Lord. Der countern kann. Dann gibt man Force Pitch einen anderen Lord. Ja, dann hat sich der Käse schon gegessen. Ja, Ding 2-0 für mehr Erfolg. Boom. Ja, das, so rennt man mehr Erfolg um. Aufs Maul! Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.